Servus Leute, willkommen zu einem weiteren Ründchen Starfield, sag ich schon. Das ist ja auch gelogen, hier Dingens. War World, Deep Threat. Ja, damit machen wir jetzt weiter. Ich gehe davon aus, ich muss über die Tentakeln drüber springen. Ich denke, das könnte der Weg zum Ziel sein. Der Gedanke ist aber, das braucht immer ein bisschen, bis der Gedanke bei mir durchgereift ist, so komplett. Aber wir werden das natürlich jetzt probieren, das ist ja eine klare Kiste, ne? So. Huckleberry ist angemarkert hier, da geht's los. Ich noch mal ein bisschen der Lautstärke gucken. So, die Frage ist doch jetzt, mit Springen ist das hier gemeint. Was ist denn das für ein Knopf? Das könnte Space sein, ne? Das muss ich dann überprüfen, wenn ich mal dazu komme. Dann überprüfen wir das ganz professionell. Und wenn es das nicht ist, dann muss ich die Taste vielleicht neu belegen. Der hat aber jetzt hier ganz schön Randale geschoben. Ja, das Ding kannst du erstmal da lassen. Wir müssen jetzt erstmal hier kurz gucken, wo wir noch überall hin müssen. Wir müssen ziemlich weit, schon in der ersten direkt. Das ist großartig. Guck an, gibt direkt was Schönes. Was gibt's dann? Leichtlauf, Pistolrotation der Pistole. Toll. Ich hätte mir vielleicht eher was anderes gewünscht, aber gut. Warte, wir ziehen das mal hier raus und schmeißen das alles hier unten in diesen Huppel, damit wir dann noch hinfliegen müssen, um das da rauszuholen. So, pass mal auf. Wenn ich ein bisschen befähigt wäre, könnte ich es auch weiter mitnehmen, aber meine Befähigung dafür, habe ich ja schon in einem früheren Video erwähnt, ist nicht sonderlich groß. Ja. Wir bringen das jetzt mal nach Hause und gucken, was wir dafür kriegen. Brummkreiseldrohne. Das finde ich in der Nachbearbeitung immer ein bisschen merkwürdig. Ich hatte mir beim ersten Mal schneiden das Video logischerweise angeguckt. Ich finde den Sound, den das Ding macht, in der Aufnahme gar nicht so schlimm. Aber in dem, was ich dann so zurechtschneide, ist das eine Katastrophe. Das klingt voll ekelhaft. Ich hoffe, das ist tatsächlich nur vielleicht auch ein kleines bisschen Einbildung. So, zeig mal her. Tatsächlich, es ist Space. Ich gehe davon aus, so werde ich wahrscheinlich über die Tentakel drüber kommen. Es ist jetzt eine... Ich rate. Ich bin jetzt nicht 100% sicher. Ist eine Vermutung. Wie viel kann ich denn? Ich habe ja auch das mit der Ressourcen-Safe-Geschichte so ein bisschen am Start. Da ist ja auch ein bisschen was möglich. Da machen wir erstmal das. Und dann warten wir jetzt mal ab, was als nächstes kommt. Mein Brummkreisel macht schon wieder irgendwo rum. Ich schieße mal eine Rakete ab. Ich weiß nicht, ist da vielleicht der letzte? Dann kann ich schon wieder rausgehen. Ja, das ist mit den Möglichkeiten hier ganz gut, dass der das alles schon abbaut. Problem ist, es reicht halt nicht fürs Ganze, ne? Muss halt immer am Ende trotzdem noch ein bisschen, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir kriegen die Bohreffizienz 30+. Das ist gut. Das ist was, was mich freut. Verbesserte Bohreffizienz finde ich immer ganz gut. Da bin ich immer ein bisschen Fan von. Gehen die Dinge halt einfach auch ein bisschen schneller von der Hand. So, mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie hier rauskriege, den ganzen Bums. So einigermaßen. Ohne, dass das 20 Jahre Zeit kostet. Oh. Das haben wir dann schon mal hier abgelegt. Moment, da können wir den schon mal mitnehmen. Und dann bringen wir das weg und gucken, was wir dafür kriegen. Chemische. Alle 3 Sekunden. Ach, das ist komische, wo der dann so tropft. Ja, weiß ja nicht, ob ich da Fan von bin, aber. Man hat's halt jetzt, ne? Komm mal her. Gib mir den letzten Popel noch und dann. Geht alles rein? Ja, geht alles rein. Alles drin.
Ganz schön klasse. Oh, jetzt dann weiter. Wir haben noch einen Moment Zeit, außerdem haben wir ja auch jetzt hier diesen harten Brummkreisel, ne? Also das Teil, das macht ja jetzt schon alles besser. Naja. Und nur wenn man es sich schön redet, wahrscheinlich. Ja, wir könnten natürlich jetzt hier die ersten Steine einfach alle lassen. Och, das war's schon. Das ist ja gigantisch. Das bietet sich ja an, dass es dann jetzt hier fertig ist. Diese komischen hier... Die Dinger finde ich ja auch ein bisschen strange. Was ist denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Was haben wir dann hier? Wie kommst du hier her? Raus hier! Jetzt muss ich deinetwegen alles desinfizieren. Okay. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht, weiß ich ja nicht, weiß ich ja nicht. Moment, hier ran. An das Teil ankoppeln. Ah, das ist jetzt schon der etwas unromantischere Teil. Zumindest vom Gefühl her. Geht verhältnismäßig schnell. Hat sich mein Gefühl vielleicht getäuscht. Kommt aber jetzt auch darauf an, wie weit ich rein muss. Ja, wenn es eine größere Mine ist, dann wird es ab dem Moment, wo mein Unterstützerstrahl weg ist, auch wieder ekelhaft. Wenn wir das alles mitnehmen? Nee, da hört es schon auf, ne? Kann ich das einsaugen? Auch nicht. Dafür brauche ich auch einen leeren Tank. Ach, das ist doch... Das ist doch alles. Das ist doch alles Betrug am Kunden hier. Ich bin gespannt, ob drüber springen das Geheimnis ist. Aber ich könnte es mir vorstellen. Bin optimistisch. Sagen wir es so. Mach nicht so weit. Das ist, ich will nicht so weit rein müssen. Da hört dann gleich mein Zauberstrahl wieder auf. Und das ist nicht cool. Ach du Scheiße. Ah, okay, vielleicht sind es nur noch zwei. Ich glaube allerdings, dass gleich wieder... Das war klar. Das war klar. Ich hab's kommen sehen. Ja klar, noch weiter. Ist ja richtig. Nee, wenn man irgendwann fertig ist, wäre auch echt unschön. Ja, ich weiß, gleich schießen sie mein Schiff kaputt. Mein Spider. Ich lauf schon mal, flieg schon mal zurück. Da hatte ich ja noch diesen komischen Update-Jumbel dabei. Keine Ahnung, wo der ist. Der liegt hier vorne, direkt am Eingang. Es wird schon gesägt, hörst du? Das Geräusch ist so ekelhaft. Oha. Ressourcenradar. Ist ja schön. So, dann schießen wir schon mal was ab, damit hier Dinge passieren. So, dann haben wir hier die ganzen dicken Viecher weg. So, dann können wir mal ganz kurz gucken hier mit der Upgrade-Situation. Ja, das ist schwierig. Ich brauche jetzt grüne. Dann machen wir jetzt mal das. Und wir können das machen. Und dann gehe ich wieder rein. Ja, ich muss dann halt einfach weiter bohren. Ne? Kann ich auch nicht ändern. Ja, ja, wir nehmen schon mal ein paar Sachen mit von unterwegs, damit es dann später nicht so lang dauert. Ja, da sind wir ready to go. Und jetzt wird es dann gleich ekelhaft wahrscheinlich. Weil ich vermute, dass mein Unterstützungsstrahl gleich aufhört. Und es geht nur alles weiter. Ach, Quirlerhof. So groß müssen die Minen doch gar nicht sein.
ja, klar, natürlich geht hinter der Wand noch weiter. Ah, und da ist durch. Gut. Dann dauert es ja ab jetzt 20 Jahre, bis ich soweit bin. Ja, hier unten, das können wir schon mal ein bisschen volltropfen. Mit unserer Grütze. Vielleicht machen wir das ein bisschen anders. Ich hätte da eine Idee für. Allerdings macht es die auch nicht schneller, ne? Ewig lange dauern tut es trotzdem. Junge, ist das beschissen. So, warte. Naja, wir bohren hier rein und dann... Hab das Gefühl, so ist schneller. Ah, klar. Warum auch? Mach noch ein bisschen. Ist voll gut. Ja, ja. Ja. Es gibt ja noch eine Blaupause. Wirst du wahnsinnig, ey. Mikrowellengenerator. Während er Stelle springt, sendet der Spider Mikrowellen aus. Ja, ich muss jetzt nach Hause. Oh, ich habe ein bisschen zu lange gewartet, eventuell. Ist nur eine Idee. Och, Leute. Das ist doch alle... Ach du Scheiße, was ist denn da los? Ich hab nichts, was das Ding gut verteidigen kann, ne? Ich sollte vielleicht einfach die Rakete schießen. Das könnte helfen. Kann ich jetzt irgendwie meinen Spider reparieren? Habe ich dafür irgendwas? Ich habe drei Grüne. Was will ich mit drei Grünen? Richtig, nix. Können jetzt nur drauf hoffen. Dafür brauche ich auch Grün. Hier brauche ich das für. Gut, dann machen wir jetzt das. Und dann koppeln wir ab und dann... Schleichen wir, weil mehr ist es nicht. Wir schleichen in die Mine. Mit dem total zerschossenen Spider, weil ich wieder zu lange gewartet habe. Ach, es ist doch auch alles ein Trauerspiel. Ich sag's, wie es ist. Weil ich hätte jetzt theoretisch die Blaupause, also viel mehr wird es ja in der Mine jetzt nicht geben, ne? Da wird jetzt nicht viel mehr drin sein. Außer halt 10 Tonnen Rohstoffe. Sekunde. Ja, im Himmel dauert das lange. Hey, sorry, ich keinen Bock drauf. Kein Bock drauf. Ich muss ja jetzt noch 250 Mal hier rein und den ganzen Rotz da rausholen. Ich habe jetzt keinen Bock, den Scheiß auch noch alle abzubauen. Nee, nee. Ja, ja. Vielleicht schaffe ich noch eine Runde. Ansonsten ist das Spider halt im Arsch, kann ich auch nichts für. Ja, bedingt kann ich da schon was für. Also eigentlich ist es alles meine Schuld. Aber wie man sieht, ist mein Sack schon wieder voll. Und das Spider gleich im Eimer. So, zeig mal. Was geht denn? Ah, ich brauche ja Grün, ne? Das mit dem Grün ist so ein leichtes Problem. Vielleicht könnten wir das hier... Was habe ich denn da? 6? Das hilft mir auch nicht, oder was? Abklingzeit können wir ein bisschen reduzieren und den Schaden können wir erhöhen. Das
man jetzt, weil das gelben Pinöppel braucht, das ist auch super lästig. Das macht das Ganze nicht besser. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte. War keine gute. Ja, ja, wir gehen da jetzt wieder rein und holen Sachen raus. Es wird dauern. Es wird dauern. Ich weiß nicht, ich brauche jetzt mehr Gelb, damit ich die wirklich wichtigen Sachen updaten kann. Ausbauen, verbessern. Wir sind schon wieder voll, es ist dramatisch. Dramatisch bescheiden. Habe ich Ton, nicht dass das wieder so ein komplettes Debakel gibt. Weil ich nicht aufgepasst habe. Oh, jetzt haben wir 8 davon abgegeben, das ist schon mal schön. Fliegen wir wieder zurück. Das ist, sieht ein bisschen aus wie so ein Bienenstock. Mit dem Kram hier im Hintergrund. Finde ich übrigens. Ja, nimm mal das mit und den gelben. Naja. Komme eventuell nochmal wieder. Oh, lololololol. Oh, Moment. Hier ist Chili Milli. So. Ich mache jetzt erstmal weiter, da ich jetzt zur nächsten. Ich brauche was Grünes. Es lässt sich leider nicht verhindern. Irgendwas zum Reparieren meines Spiders wäre toll. Das sieht auch nicht so aus, als hätte ich hier mehr Glück. Ja, ja, ich komme schon. Bin schon da. Oh nein, das ist... Die Viecher hasse ich ja auch ein bisschen, ne? Muss ich zugeben. Dafür brauche ich jetzt die dann? Was ist denn das für ein Quatsch? Der Ressourcenradar, das Kraftfeldding, ich weiß nicht, macht das was her? Aber das, guck mal, das kann ich hier schon mal, die Kosten kann ich schon mal reduzieren. Die Felddauer, die Schirmgröße können wir verbessern. Dann kann ich mehr Schirme bauen. Der Ressourcenradar ist mir eigentlich relativ Wurst, wenn ich ehrlich bin. Dann können wir das kaufen. Ja, wir kaufen dann erstmal hier die ganzen Sachen durch die Bank weg. Was gibt's denn da? Schockkupplung. Ah, das brauche ich dann vielleicht auch. Müssen jetzt erstmal wieder andocken. Und mal drinnen gucken. Ich habe noch 4 Minuten, dann ist eh rum. Höchstwahrscheinlich, weil kriege ich nichts Grünes, werde ich den Spider nicht überleben. Dafür ist meiner, werde ich den Leviathan nicht überleben. Dafür ist mein Spider zu defekt. Die Tendenz geht da so hin. Und ich glaube ja nicht, dass ich jetzt hier... Oh, toll, ich habe beim Ressourcenradar was gewonnen. Das ist so, wenn du im Tombola eine Niete ziehst. In der Tombola, dann ist das eh nicht produktiv. Ja, ja, nimm mal mit. Ach, der ist jetzt leer. Das ist schön. Dann kriege ich vielleicht vorm Leviathan doch noch die Möglichkeit, zu einem Grünen, zu einer Mine mit was Grünem zu kommen. Das wäre toll. Da bräuchte ich ein paar von, damit ich das Ding zumindest... mal wieder einen Schuss kriege. Der Hintergrund sieht übrigens so aus, als könnte man mit Grün rechnen. Aber da gibt es ein paar. Das ist toll. Expeditionslogbuch Tag 430. Shiva hat Anpassungsfähigkeit bewiesen. Immer noch in ausreichendem Abstand zur Mauer streckte er einen für seine Verhältnisse dünnen Ausläufer seiner Materie auf uns zu, was den Kampf erheblich erschwerte. Zum Glück scheint er diesen Trick nicht allzu oft anwenden zu können. Ah, ja, ja, okay. Jetzt können wir weiter gucken.
Bitte grün. War hier grün drin? Ich bin mir unsicher. Ja, hier ist grün drin. Das ist gut. Ich brauche erstmal hier grün. Reichlich grün, wenn es geht. Ah, ich hatte Hoffnung, dass da vielleicht Leviathan-mäßig ein Update kommt, aber... keine Verbesserungen in Sicht. Hier könntest du Waffe geben. Mach mal hinne. Und was gibt's? Chemisch. Das ist schon mal besser als gar nichts. Allerdings muss ich mich jetzt auch echt beeilen. Nimm grün mit. Grün, grün, gelb, gelb nicht, gelb, gelb nicht, okay. Grün. Ja, ja. Wir müssen da weg. Wir müssen da weg und ich muss den Spider reparieren. Dann machen wir gleich die Effizienz mit. Ja, ja, okay. Nimm das. Keine Ahnung, ob das was bringt. Mach Rakete. Ah, hatte ich schon. Jetzt stirb schon. Oh, 2 Minuten noch. Zwei Minuten, dann gibt's Butter bei die Fische. Ja, 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 dann Butter bei die Fische. Oh, hier, pass mal auf, das nehmen wir mal mit. Dann bin ich auch schon wieder voll, ist ja klar. Oh, hier machst du... Himmel, es ist so viel mitzunehmen, Bruder. War da hinten noch was? Ich weiß es nicht. Ich muss gucken gehen. Nee, da hinten war die Waffe. Okay, dann ist da nichts mehr. Da war nichts mehr. Dann können wir jetzt erstmal alles abgeben. Ja, ich hole noch ein bisschen was. Ach nee, jetzt, wir haben nicht ewig Zeit. 52 Sekunden, dann kommt mein Johnny-Freund und der haut mir richtig in die, man könnte sagen, richtig in die Fresse, aber... So, pass auf, wir nehmen erstmal das ganze grüne Gelumpe mit. So, und jetzt können wir dann den Rest einsaugen, der noch da ist. Und in 32 Sekunden finden wir raus, ob Springen das Geheimnis der ganzen Sache ist. Und wenn nicht, naja, dann... Ich referiere erstmal Speidi. Speidi ist so gut wie repariert. Wir machen die Verstrahlverbesserung. Wir können noch eine Strahlverbesserung machen. Und noch eine Strahlverbesserung geht jetzt nicht. Wir könnten noch eine Geschwindigkeitsverbesserung. Nee, das ist nur der Doppelstrahl. Aber wir könnten hier nochmal ein bisschen besser schießen machen. Das ginge. So, zeig mal her, was kann denn hier die chemische Keule? Dafür brauche ich gelbe. Okay. Gasgewölbegröße, Schaden. Das ist schon mal gut. Plus drei Sekunden. Alles klar, nehme ich auch. So. Kann ich mich jetzt bewegen? Ich kann mich jetzt bewegen. Gleich geht's los. Was ist schneller, der Leviathan oder die Gruppe Gegner? Wir werden es rausfinden, denke ich. Es könnte beides zeitgleich eintreffen. Das wäre irgendwie auch ein bisschen schade. So, wir schießen fesch auf sein Auge. Und wenn er mich mit so einer Tentakel haut... Gut, dann haben wir eine Reaktionszeit von einem Amboss. Was ist denn das da für eine Kacke? Mach das mal da weg. Oh... Ja, Reaktionszeit von einem Amboss, habe ich ja gesagt, ne? Was ist denn jetzt los? Ach. Okay, ich glaube, Deep Threat werde ich nie durchspielen, weil ich zu doof bin. Es wird was mit Blödheit zu tun haben.
Naja, ich belasse es heute mal bei der einen Folge. Ich rieche mich sonst wieder nur künstlich auf. Wir kaufen mal das. Und wir machen mal das. Was ist denn eigentlich hiermit? Ah, das hätte man auch machen können. Okay, wäre interessant gewesen. Ja, ja, doch, wäre interessant gewesen. Oder machen wir noch eine Runde? Ach, ich weiß nicht. Ach, komm her. Nee, das war falsch. Ah, dumm.